Warte mal. Irgendein Thema hatten wir noch. Was war das? War irgendwas Kleines zum Schmunzeln hinten raus. Ach, der AfD-Parteitag. Natürlich. Unter dem Parteitagsmotto Heiter bis völkisch hat die Alternative für Deutschland erstmals ein Programm verabschiedet. Das fand ich super, bis ich es gelesen habe. Die Frage ist ja, was verbindet jetzt die AfD-Anhänger, diesen bunten Haufen? Wir stellen fest, es verbindet sie eine, sagen wir mal, gewisse Unzufriedenheit mit der Gesamtsituation und eine große Sehnsucht nach früher, als Deutschland noch sauber war. Also weg, ich sehe, das findet breite Zustimmung im Saal, vom links-rot-grünen verseuchten, man könnte auch sagen, leicht versifften 68er Deutschland. Mach richtig durch, Kärcher, die versiffte Drecksbude, du! Das einzig rot-grün versiffte, was ich da in Stuttgart gesehen habe, das waren die Klamotten von Frauke Petri. Wenn Guido Maria Kretschmer das Outfit sieht, der bringt sich um. Sie kann's tragen. Und wo wir eh gerade bei Modeverbrechen sind, die AfD will Burkas verbieten, Minarette auch. Und wenn Sie sich jetzt neunmal klug fragen, warte mal, verstößt das nicht irgendwie gegen das Grundgesetz? Einerseits ja, andererseits, na und? Der Islam ist bei uns fremd und deshalb kann er sich nicht im gleichen Umfang auf die Religionsfreiheit berufen wie das Christentum. Das heißt, scheiß aufs Grundgesetz. Ne? Ja, in Deutschland bestimmt immer noch die normale christliche Mehrheit, für wen die Grundrechte gelten und für wen nicht. Ist doch klar, so ist das in der AfD-Welt. Minderheiten dürfen zwar, sagen wir mal, existieren, müssen aber ganz kleine Brötchen backen. Das gilt übrigens auch für Homosexuelle. Deswegen heißt es ja im neuen Programm, Zitat, unsere Kinder dürfen in der Schule nicht zum Spielball der sexuellen Neigung einer lauten Minderheit werden. Ja, man versteht in der Schule sein eigenes Wort nicht, so laut sind die Schwulen. Es kann doch nicht sein, dass... Dass man immer wieder etwas Neues sucht, um auch Kinder schon von klein auf zu verunsichern. Zum Beispiel, welches Geschlecht sie jetzt gerade haben in dem Moment. Lara, du bist heute der Alexander, basta! Im Moment. Welches Geschlecht sie in dem Moment haben. Sie sind zu Recht begeistert, meine Damen und Herren, im Studio. Sie merken es auch, der weiße Hetero schlägt endlich zurück. Ne? Kleiner Wermutstropfen vielleicht. Sie wissen, wir suchen immer das Haar in der Suppe als alte Freunde der AfD. Viele Punkte in Ihrem Programm konnten in Stuttgart gar nicht richtig diskutiert werden. Also manche konnten gar nicht diskutiert werden, denn es war einfach zu wenig Zeit. Wir sollten bitte nicht unsere Zeit damit verschwenden, darüber abzustimmen, ob wir über etwas abstimmen. Denn dann könnten wir auch darüber abstimmen. Ja, Sie, nein, Sie nicht. Sie haben sich nicht zur Geschäftsordnung gemeldet. Der Herr im blauen Pullover, zügig. Denn es ist 12 Uhr, wir haben immer noch nichts gemacht. Nein, wir hatten gerade eine Gegenrede. Nicht noch eine Gegenrede, jetzt habe ich die Nase voll. Wir haben 12:45. Dann kommen wir eben zu etwas weniger inhaltlichen Dingen. Nein, Sie müssen den Text richtig lesen. Entschuldigung, okay. Sie haben nicht das Wort, junge Frau. Bitte. Danke. Ja, so geht Basisdemokratie. Ja. Nur so geht Basisdemokratie. Im Grunde ist das AfD-Programm sogar etwas gemäßigter geworden als befürchtet, weil sie ihre Delegierten in manchen Punkten gar nicht gefragt haben. Besser ist das. Wobei, bleiben wir fair, es durfte im Prinzip schon jeder ans Mikro. Nein, das ist scharf nicht in Parteitag hier in Axt, oder? Das ist... Mein Thema da drin von 60 Millionen Bevölkerung. Dafür, diese Partei hat eine Vorreservierung, Volksinitiative und das Riebgesamen bringt uns Volksabstimmung. Ich habe nur verstanden, Volksabstimmung. Ja, im Anschluss an diese Wortmeldung wurde der Mann übrigens abgeschoben, aber das nur wurde so beschlossen.